Der Abbiegeunfall zählt für Radfahrer zu den gefährlichsten Unfällen. In zwei Versuchsreihen hat die Unfallforschung der Versicherer einen solchen Zusammenstoß mit einem Auto untersucht. Im ersten Fall trägt der Radfahrer keinen Helm. Mit 20 km pro Stunde treffen Auto und Radfahrer aufeinander. Mit verheerenden Folgen für den Radfahrer. Man sieht hier, dass selbst bei gar nicht so großen Geschwindigkeiten von etwa 20 km/h auf beiden Seiten die Aufprallwucht ganz enorm ist. Dieser Radfahrer ist wirklich katapultiert worden über das Fahrzeug. Der ist auf dem Kopf aufgeschlagen und auf der Wirbelsäule. Der wäre in mehrfacher Hinsicht nicht zu retten gewesen. Im zweiten Test wird dem Radfahrer ein Helm aufgesetzt. Wieder kommt es zu dem gefährlichen Abbiegeunfall. Diesmal ging der Crash für den Radfahrer glimpflicher aus. In diesem Fall hat er einen Helm aufgehabt, mit dem er auch aufgeschlagen ist auf dem Pflaster. Und wir können an den Kopfbelastungswerten sehen, dass die sehr, sehr gering sind. Das heißt, er hätte hier allenfalls ein, zwei Tage Kopfschmerzen gehabt. Im anderen Fall wäre er tot gewesen. Und ich meine, das spricht für den Helm.